Ich rufe deshalb auf die mündliche Anfrage 80 des Abgeordneten Kollegen Bayer von der Piratenfraktion zum Thema Flughäfen in NRW. Welchen Plan verfolgt die Landesregierung bei der Verteilung des Luftverkehrs im Zusammenhang mit der beantragten Kapazitätserweiterung des Flughafens Düsseldorf und den bestehenden Subventionen für Regionalflughäfen? Die Landesregierung hat angekündigt, das ist auch keine Überraschung, dass Herr Minister Groschek antworten wird. Der ist so freundlich und drückt sich ein. Herr Minister, wenn Sie noch mal Ihren Knopf drücken. Wunderbar. Dann darf ich Sie jetzt um Beantwortung. Ich habe Sie jetzt freigeschaltet, Herr Minister. Die Antwort der Landesregierung ist gar keinen. Ach so, okay, gut. Das nehmen wir dann mal so auf. Und ich darf um Nachfragen bitten, Herr Kollege Bayer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Groschek, basiert denn Ihre Luftverkehrspolitik noch auf dieser NRW-Luftverkehrskonzeption 2010, die Weeze noch als voraussichtlich frei werdenden Militärflugplatz und den Angerland-Vergleich als gekündigt ansieht? Oder an welchem Konzept orientieren Sie sich denn zurzeit in der Landesregierung? Der Angerland-Vergleich hat für uns juristisch Bestand und wir sehen auch kein Datum, was ein Ende der Verbindlichkeit des Angerland-Vergleiches bedeuten würde. Die nächste Frage von Herrn Kollegen Schulz. Wahrscheinlich von Herrn Kollegen Marsching auf dem Platz des Kollegen Schulz, aber es ist okay. Ja, ich darf sehr herzlich darum bitten, dass jetzt in der Fragestunde wirklich alle Abgeordneten auf ihren Plätzen sitzen, sonst enden wir im Chaos. Ja, ich verspür wenig Lust zu raten, wer denn jetzt nun wirklich eine Frage stellen möchte. So. Stelle ich jetzt die Frage oder setze ich mich um? Jetzt stellen Sie mal die Frage und dann setzen Sie sich um. Okay. Sehr geehrter Herr Minister, meine Nachfrage ist, welche Auswirkungen hat der NRW-Klimaschutzplan auf das Handeln der Landesregierung in der Luftverkehrspolitik? Der Klimaschutzplan ist für alle politischen Felder der Landesregierung Orientierungsrahmen. Die nächste Frage von Frau Kollegin Brandt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Groschek, wie fließen denn gesundheitliche Aspekte in die Luftverkehrspolitik der Landesregierung ein? Die gesundheitlichen Aspekte nehmen wir sehr ernst. Das gilt sowohl für Emissionen des Luftverkehrs hinsichtlich der Triebwerke als auch für Lärmemissionen. Herr Kollege Bayer mit seiner zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Groschek, Sie haben ja gesagt, es ist keine politische Entscheidung, wenn in NRW ein Flughafen eine Kapazitätsausweitung hat, aber die dritte Startbahn in München wäre eine politische Entscheidung. Wie ist das denn? Warum ist denn die Kapazitätsausweitung von Flughäfen und die Verteilung des Luftverkehrs in NRW keine politische Entscheidung? Warum gelten hier andere Regeln als in Bayern? Wir befinden uns bezüglich der Kapazitätserweiterung beim Düsseldorfer Flughafen in einem Antragsverfahren, dass wir nach Recht und Gesetz begleiten und zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden werden. Die nächste Nachfrage von Herrn Kollegen Fricke. Hat die Landesregierung einmal abgeschätzt, wie hoch die volkswirtschaftlichen Effekte der Flughäfen in Weeze, Dortmund, Paderborn, Siegerland und Münster sind? Die Landesregierung baut ihre Politik nicht auf Schätzungen auf. Die nächste Frage kommt von Herrn Kollegen Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich hätte gerne gewusst, Herr Minister Groschek, möchte die Landesregierung Flugverkehr von Düsseldorf oder anderen Flughäfen in NRW umverteilen, eventuell durch Gebührenpolitik? Das liegt nicht in der Kompetenz der Landesregierung.
Frau Kollegin Pieper. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, wie Sie es einschätzen, dass die Grünen vorgeschlagen haben, eine Lärmabgabe für Airlines zu erheben. Glauben Sie, dass das tatsächlich zu einer Lösung der Probleme beitragen kann? Ich lege keine Glaubensbekenntnisse ab. Herr Kollege Wegner mit seiner Frage. Das ist Missachtung des Parlaments. In der Form. Komm, wir brechen ab, würde ich auch sagen. Aber man kann das natürlich so machen. Gut. Kannst du mir mal die Frage, welche hat Herr Kollege Wegner, bitte. Haben Sie eine Frage, sonst können wir sie auch nicht unterstreichen. Herr Minister, welche besonderen Anforderungen hat NRW mit seiner dichten Flughafenlandschaft an ein Luftverkehrskonzept, welches sich von denen anderer Bundesländer unterscheidet? Das hängt ab von der Vorlage des nationalen Luftverkehrskonzeptes, das eigentlich überfällig ist. Die nächste Frage von Herrn Kollegen Dr. Paul. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Groschek, da keine Politik auf der Basis von Schätzungen gemacht werden soll, wie Sie gerade gesagt haben, welche Erkenntnisse haben Sie darüber, wie viele internationale Unternehmen sich aufgrund der Flughäfen in Weeze, Dortmund, Paderborn, Siegerland und Münster in NRW angesiedelt haben? Das lässt sich qualifiziert nicht berechnen, weil keine Ursache-Wirkung-Dokumentation da ist. Sie können aber davon ausgehen, dass nach internationalen Vergleichen die Luftverkehrserreichbarkeit und die Qualität von Luftverkehren ein wesentliches Standortqualitätsmerkmal ist. Und die Frachtflugoffenheit in Köln-Bonn und die Internationalität in Düsseldorf ist ebenso wichtig wie die Regionalität von Luftverkehrsmöglichkeiten, was ja Gründungen von Regionalflughäfen dokumentieren. Beispiel Nixdorf oder auch die Einschätzung der Dortmunder Wirtschaftsförderung, die wir uns nicht als Schätzung zu eigen machen, aber die als Indiz für die Dortmunder Entscheidung, den Flughafen auszubauen, wichtig war. Ich selbst sehe einen Zusammenhang zwischen einer qualitätsvollen Luftverkehrsperspektive und Standortvorteilen, die Unternehmensansiedlungen befördern. Herr Kollege Olejak. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister Groschek, unabhängig von Glaubensbekenntnissen und der Konzeptionsphase, welche Institutionen sind bereits an Sie herangetreten und haben sozusagen direkt zeitnah eine neue Luftverkehrskonzeption von Ihnen gefordert? Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Die zweite Nachfrage von Herrn Kollegen Fricke. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass ein dynamisches Wachstum des Luftverkehrs in NRW vor dem Hintergrund der zurückhängenden wirtschaftlichen Entwicklung wichtige Impulse setzen kann? Die Frage lässt sich nicht beantworten, weil die Unterstellung von mir nicht geteilt wird. Herr Kollege Sommer mit seiner zweiten Frage. Herr Minister Groschek, sind Sie der Meinung, dass eine für den Minister eventuell lästige Fragestunde durch flapsige Antworten nicht eventuell das Recht der Opposition auf Auskunft von der Exekutive verletzt? Ich empfinde keine Fragestunde als lästig, sondern hier zu antworten ist meine normale Pflicht. Vielleicht kommen Sie der dann mal nach. Frau Kollegin Brandt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, gibt es denn in der Koalition unterschiedliche Ausfassungen über die Entwicklungsperspektiven der Flughäfen in Nordrhein-Westfalen? Ich kann nur die Position der Landesregierung hier wiedergeben und die Landesregierung ist sich in ihrer Position einig. Herr Kollege Schmalenbach. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, Sie legen keine Glaubensbekenntnisse ab, haben Sie gerade gesagt, aber ich hoffe irgendwie inständig, dass Sie eine Meinung haben. Deswegen frage ich Sie jetzt nach Ihrer Meinung zu der Frage, inwieweit steht Luftverkehr in Einklang oder in Widerspruch zu den Interessen der in den Ein- und Ausflugschneisen lebenden Menschen?
Die in den Ein- und Ausflugschneisen lebenden Menschen sind in doppelter Weise betroffen. Positiv betroffen durch die Wachstumsimpulse, die man einer jeden Flugverkehrstätigkeit unterstellen kann, und negativ betroffen durch Emissionen. Herr Kollege Dr. Paul. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Groschek, eine Frage zum Düsseldorfer Flughafen. Ist die bauliche Schaffung der 8 Abstellpositionen im Vorfeld West für die Anhebung der Kapazität auf 60 Slots pro Stunde notwendig oder steht im Zusammenhang damit? Zum Genehmigungsverfahren kann ich mich nicht äußern. Herr Kollege Kern. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Groschek, Sie haben eben gesagt, dass die gesundheitlichen Aspekte für Sie generell in der Landespolitik wichtig sind. Das gilt ja auch für die Anrainer. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie negativ durch die Emissionen betroffen sind. Ist die Landesregierung, sind Sie persönlich der Auffassung, dass eine lärmabhängige Gebührenordnung in der Lage ist, Verbesserungen in dieser Hinsicht zu generieren, zum Beispiel im Hinblick auf Anschaffung leiserer Maschinen durch die Fluggesellschaften? Die Erfahrungen mit einer lärmabhängigen Pönalisierung sind positiv. Herr Kollege Olejak. Sehr geehrter Herr Minister Groschek, Sie sagten ja gerade, Sie können nur die Position der Landesregierung vertreten. Von daher noch einmal ganz konkret für den Düsseldorfer Flughafen die Nachfrage, welche Position denn die Landesregierung gegenüber den angrenzenden Kommunen des Düsseldorfer Flughafens sozusagen vertritt. Dass der Angerland-Vergleich gilt. Herr Kollege Lammler. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Verfolgt die Landesregierung die Absicht, die Emissionsbelastung durch nächtlichen Fluglärm zu mindern? Die Landesregierung verfolgt die Absicht, das laufende Planfeststellungsverfahren nach Recht und Gesetz zu Ende zu führen. Herr Kollege Schmalenbach. Welche Wirkung erzielen die aktuellen lärm- und zeitabhängigen Gebühren in NRW? Und Ihrer Meinung nach wäre eventuell eine andere Wirkung wünschenswert, und welche wäre das? Wir haben lediglich Hinweise, dass die Lärmbelastung trotz steigenden Aufkommens an Luftverkehr geringer geworden ist. Ja, vielen Dank. Weitere Anfragen, weitere Nachfragen liegen nicht vor, doch in diesem Augenblick, die nehmen wir dann noch mit, stellt Herr Kollege Bayer seine letzte Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wird denn in der Landesregierung ganz unabhängig vom Genehmigungsverfahren nach Alternativen zur Lösung zur Kapazitätsausweitung am Düsseldorfer Flughafen gesucht? Gibt es Szenarien für Flugverkehr in Nordrhein-Westfalen? Solche Szenarien werden wir gemeinsam diskutieren, sobald das nationale Luftverkehrskonzept des Bundes vorliegt. Vielen Dank. So, weitere Nachfragen liegen nicht vor. Damit ist die mündliche Anfrage 80 beantwortet und ich schließe die Fragestunde, denn es liegen für heute keine weiteren Fragen vor. Ich